Laut Medienberichten wurden vor wenigen Tagen die Richterin im Buwuk-Prozess, Marion Hohenecke, und auch die Staatsanwälte über die Existenz dieses Kontos informiert. Obwohl sich darauf 1,1 Millionen Euro befinden sollen, seien bisher keine gesonderten Ermittlungen eingeleitet worden. Manfred Engeter, Anwalt von Ex-Finanzminister Grasser, hat gestern im Ö1-Mittagsjournal bestätigt, dass sein Mandant ein Konto über 1 Million Euro in den USA besitzt. Dieses habe aber keinen Buwuk-Bezug, sagte Engeter. Es sei ein normales Investment, das vor 2,5 Jahren getätigt und ordnungsgemäß versteuert worden sei. Dass Grasser beim Prozess gesagt habe, er habe kein Vermögen, stimme nicht. Grasser habe keine Angaben zu seinem Vermögen gemacht.